zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim 5 o'clock, von Madame X und Madame U. Am besten ist's, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. Z ist sie intim, er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wär zu dumm. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die schöne, schlanke Blonde? Wissen Sie, was man da sagt? Sie hat einen Mann, sie hat einen Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jasmin-Neger. Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum. Sie ist auch außerdem ein bisschen andersrum. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wär zu dumm. Tja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na, dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret, maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös.